Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Regine Sonnleitner. Hallo Regine, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia. Ja, ich bin Regine Sonnleitner, geboren in Rhöndal bei Coburg, das ist im Frankenland. Und ich schreibe seit 97 Bücher. Ich habe bis jetzt 9 Bücher veröffentlicht und schreibe eigentlich in vielen Genres. Ich bin sehr vielschichtig. Ich schreibe in Kinderbuchgenre, Erzählungen, Erwachsenenliteratur und Biografien. Da machst du ja eine ganze Menge und schon so lange und hast schon so viel veröffentlicht. Und du bist ja auch nicht das erste Mal zu Gast. Du warst ja schon mal bei mir. Ja, genau. Ich war schon bei dir mit meinem Hals-Maul-Baul. Genau, das war auch richtig schön. Und heute hast du ein neues Buch mitgebracht. Wie heißt das denn? Ich habe heute Malou mitgebracht, und zwar Malou Stimmen des Lebens. Das ist der erste Band von der Malou-Reihe. Das sind eigentlich meine ersten Bücher, wo ich geschrieben habe. Und Malou ist eine kleine Fledermaus, die irgendwann dann von den Lesern auch als Malou, die Fledermaus mit dem großen Herzen, betitelt wurde. Das hat sie auch beibehalten. Es sind eigentlich, man kann sagen, so einzelne Kapitel, wo man auch getrennt lesen kann. Und es geht immer darum, dass man die Hoffnung findet. Also es sind alle Themen, was so kommen, direkt aus dem Leben. Und Malou versucht halt immer diese schöne Seite. Egal was passiert, es gibt immer eine schöne Seite. Und Malou hat natürlich viele tierische Freunde, die ihn begleiten. Also ich erzähle diese Malou-Bücher eigentlich wie alle meine Bücher mit tierischen Darstellern. Und bei Malou kommt halt noch dazu, dass es in der wunderschönen Natur spielt. Das hört sich richtig toll an, und du hast ja auch eine Geschichte rausgesucht. Wie heißt sie denn? Tränen sind Regentropfen. Okay, ich lese mal den Klappentext vor von dem Buch. Malou flattert durch die Nacht, immer auf der Suche nach dem Licht im Dunkeln. Lasst euch mitnehmen auf eine Reise durch die Natur und taucht ein in die Stimmen des Lebens, die, auch wenn sie oft nicht so erscheinen, immer eine leuchtende Seite haben. Lernt mit Malou umdenken und gönnt euch eine Auszeit. Jeder sollte einen Malou in seinem Leben haben. Genau, und ich werde die für dich wieder vorlesen. Das haben wir so vereinbart und ich freue mich schon sehr drauf. Malou, Stimmen des Lebens von Regine Sonnleitner. Tränen sind Regentropfen. Malou sah sich um und entdeckte unterhalb der Klippen einen kleinen Überhang. Es sah aus, als wäre dort der Eingang in eine Höhle. »Sophia, lass uns dorthin fliegen. Da sind wir etwas geschützt. Können ihr doch alles beobachten.« Sie flatterten beide zu dem Überhang und flogen hinein. Plötzlich schrie etwas auf. »Hilfe! Was ist das?« Malou erschrak und flog gegen den Fels. Bumm! Er stürzte ab und lag, die Flügel weit von sich gestreckt, im Sand, auf dem Boden. Er schüttelte sich und setzte sich auf. Boah, was für eine Bruchlandung! Wer hat hier so geschrien? Sophie landete leise neben ihm. Ich glaube, wir sind hier nicht alleine. Malou sah sich um. In der gegenüberliegenden Ecke kauerte ein kleiner Menschenjunge. Er zitterte und hatte sein Gesicht mit den Händen bedeckt. Malou kroch näher. »Hey, du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Wir tun dir bestimmt nichts. Ich bin Malou und das ist Sophia. Sag uns, was machst du im Dunkeln hier alleine und noch bei dem Wetter?« Der Junge blickte auf. »Hallo, ich bin Felix und ich sitze einfach nur so hier rum.« Malou gluckste. »Das glaub ich dir nicht. Keiner sitzt einfach so hier rum, bei dem Wetter, und schon gar nicht ein kleiner Junge.«
Sophia legte den Kopf schief. Mal ganz ehrlich, Felix, ich denke mir, du bist ausgebüxt oder hast dich verlaufen. Sicher sucht man dich schon. Felix grummelte. Ach, ihr wisst gar nichts. Es ist alles total doof. Erzähl uns doch mal, was doof ist, und wir sagen dir dann, ob du recht hast, sagte Malou. Felix überlegte. Naja, bei dem Wetter kann ich jetzt eh nicht weg. Also kann ich euch, kann... Naja, bei dem Wetter kann ich jetzt eh nicht weg. Also kann ich auch mit euch reden. Alles ist doof. Naja, fast alles. Wir machen hier Urlaub in einem kleinen Häuschen. Oberhalb der Klippen. Es fing schon heute Morgen an. Ich stand auf und es regnete. Dabei wollten wir im Meer schwimmen gehen. Papa sagte, wir machen es uns im Haus bequem. Das fand ich total doof. Da habe ich das Meer vor der Tür und soll im Haus bleiben? Also zog ich mir eine Jacke an und ging raus. Papa meinte wieder, es sei zu gefährlich, und holte mich wieder rein. Ich war so frustriert, dass mir die Tränen aus den Augen liefen. Daraufhin sagte mein Vater, Jungen weinen nicht. Das frustrierte mich noch mehr, denn ich konnte nichts dagegen tun. Die Tränen liefen einfach. Ich ging in mein Zimmer, schaute zum Fenster raus und bekam einfach nur den Drang rauszugehen. Als Mama und Papa sich für ein Stündchen hinlegten, schlich ich mich zur Tür. Ich lief lange am Strand lang und dachte darüber nach, was Papa zu mir sagte. Irgendwann merkte ich, dass es immer mehr regnete, und ich krabbelte in diese Höhle. Bin wohl eingeschlafen. Tja, und nun komme ich im Augenblick nicht zurück, denn im Dunkeln ist es zu gefährlich. Sophia schüttelte den Kopf. Okay, das habe ich alles verstanden, doch warum bist du eigentlich rausgelaufen? Was war das für ein Drang, der dich nach draußen zog? Felix schniefte. Papa sagte, Jung, wein nicht. Ich war so wütend auf Papa, weil er das gesagt hat, und auf mich, weil ich geweint habe. Ich weiß ganz genau, dass Papa auch schon geweint hat, damals, als Oma starb. Ich fand das einfach gemein, was er sagte. Deshalb bin ich weggelaufen. Ich wollte ja wieder zurück. Jetzt schüttelte Malou den Kopf. Weißt du, ich denke, dein Vater hat es gar nicht so gemeint. Manchmal sagen Erwachsene zu ihren Kindern etwas, ohne darüber nachzudenken, dass sie diese damit verletzen können. Sophia schmunzelte. Ich finde es nicht schlimm, wenn man weint. Und auch Jungen dürfen weinen. Es raschelte am Eingang und eine große Schildkröte kroch herein. Hallo? Ist da jemand? Malou grinste. Hey, ist das Horatia? Wir haben uns ja schon lange nicht gesehen. Horatia lachte. Malou, Sophia, welch eine Freude. Was hat euch hierher getrieben? Sophia sprach. Wir sind den Regentropfen gefolgt und dann sind wir hier in dieser Höhle gelandet und haben Felix gefunden. Einen kleinen Flüchtling. Sein Papa war gemein zu ihm. Horatia, die Schildkröte, lächelte. Was hat der Papa denn getan? Felix grummelte. Er hat zu mir gesagt, Jung, wein nicht. Ah, das alte Lied. Viele denken, Tränen zeigen Schwäche. Doch im Gegenteil, Tränen sind Stärke. Stärke, seine Gefühle zu zeigen. Leider ist es einfacher zu sagen, Jung, wein nicht, denn dann muss sich niemand mit der Frage beschäftigen, warum man es tut und was für Gefühle dahinter stecken. Felix schnaubte. Das ist doch voll doof. Doch du hast recht. Er sagte das nur und ließ mich stehen. Er fragte nicht mal, warum mir die Tränen über das Gesicht liefen. Malou
verdrehte die Augen. Wieder mal typisch Erwachsene, schnell eine doofe Aussage und sich dann aus der Situation rausziehen. Horatia zwinkerte. Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen. Lasst uns alle am Eingang sitzen. Dann können wir den Regentropfen lauschen und dem Gesang des Meeres, während ich erzähle. Alle machten es sich am Eingang bequem und Horatia fing an zu erzählen. Vor langer Zeit saß ein Mädchen am Meer auf einem Felsen. Es versuchte krampfhaft nicht zu weinen. Eine einzelne Träne tropfte in die Wellen und nun schwamm sie alleine durch den großen Ozean. Sie war traurig und einsam. Sie ließ sich mit den Wellen treiben, immer weiter. Doch plötzlich sah sie vor sich ein Leuchten und schwamm darauf zu. Es glitzerte und funkelte. Es kam von oben und es sah aus, als würden viele Diamanten auf die Wellen treffen. »Hallo, seid ihr auch Tränen?« fragte sie. »Nein, wir sind Regentropfen«, bekam sie zur Antwort. »Was sind Regentropfen?« Die Regentropfen schauten sie an. »Weißt du, wir sind vieles. Wir stehen für Mut. Wenn wir zu viele sind, dann können wir zerstören. Doch wir stehen auch für Freude und Leben. Denn wir bringen der Natur Nahrung, dass sie wachsen kann. Manche freuen sich, wenn sie uns sehen, und andere wiederum schimpfen, wenn wir kommen. Doch am Ende bringen wir Leben und frischen Atem für die Natur. Selbst hier im Ozean bringen wir Reinigung und Erfrischung.« Die Träne dachte über das Gesagte nach. »Dann bin ich so wie ihr. Auch ich stehe für Freude, doch auch für Leid, Schmerz und Frust. Manchmal fließe ich aus Trauer und Schmerz, dann wieder, weil mich jemand ärgert, doch oftmals auch aus Freude. Ich habe mich rausgeschmuggelt, denn ich sollte nicht fallen, doch gerne wäre ich aus Freude geflossen.« Die Regentropfen lachten. »Wir haben so viel gemeinsam, doch warum bist du alleine?« Die Träne überlegte. »Das kommt daher, dass niemand mehr weint. Sie sehen das als Stärke an, ihre Tränen zu verbergen und zurückzuhalten. Nur einzelne von uns finden ihren Weg in die Freiheit.« Die Regentropfen schauten ganz entsetzt. »Das ist schlimm. So ist es doch etwas Schönes, Befreiendes, Tränen zu vergießen, egal aus welchem Grund. Wir geraten in Vergessenheit. Viele wissen nicht mehr, wie man weint, weil sie ihre Gefühle nicht zugeben.« Die Träne schwieg eine Zeit lang. »Wisst ihr, ich bringe so viel Kraft, doch keiner merkt es. Wenn man es genau nimmt, bringe ich, egal aus welchem Grund, ich fließe immer Erleichterung und Freiheit. Ihr Regentropfen seid wie Tränen, nur dass ihr einfach fallt, ohne nachzudenken.« Die Regentropfen schmunzelten. »Ja, wir sind Tränen des Himmels, denn dort wird nicht darüber nachgedacht, ob wir fallen oder nicht. Wir tun es einfach. Kleine Träne, schließ dich uns an. Bald wird die Sonne uns zurückholen in den Himmel. Und dann kannst du mit uns fallen.« Die Träne freute sich und schwamm mit den Regentropfen mit. Einige Tage später bemerkte sie einen Sog. Sie wurde emporgezogen in den Himmel. Es war traumhaft schön. Sie hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Dann kam der Tag, auf den sie gewartet hatte. Sie fiel mit den Regentropfen gen Erde. Sie brach durch die Wolken, sah das Meer vor sich und mitten in den Wellen stand das Mädchen, reckte die Arme in die Luft und lachte. Aus ihren Augen rollten Tränen. Die Träne
schwebte darauf zu und tauchte ins kühle Nass. Da waren sie, die Tränen der Freude, und sie schwamm zwischen ihnen, vermischte sich mit den Regentropfen und tanzte durch die Wellen. Da stand sie. Tränen sind Regentropfen der Seele. Horatia schaute alle an. Felix überlegte und schaute in den Regen. Schaut sie euch an, sie fallen und niemand kann sie aufhalten. Genau wie ich die Tränen heute Morgen nicht aufhalten konnte. Mir ging es danach auch etwas besser, wenn mich auch die Aussage meines Vaters verstört hat. Malou gluckste. Du hast einfach deinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Dadurch hast du dich befreit. Tränen zu vergießen ist keine Schwäche und auch nicht nur den Mädchen vorbehalten. Jeder darf weinen, ob alt oder jung, als Junge oder Mädchen. Das ist egal. Tränen sind die Regentropfen der Seele. Wir brauchen uns nicht deswegen zu schämen. Im Gegenteil, sie befreien uns und machen uns glücklich. Ja, wir sprechen jetzt einfach mal über die Entstehung von deinem Buch. Dein Buch ist ja sehr emotional. Ich fand besonders die Geschichte, die ich jetzt vorgelesen habe, am Ende sehr, sehr emotional. Also sie regt zum Nachdenken an. Man kriegt auch ein bisschen feuchte Augen und man versucht so ein bisschen zu überlegen, okay, eigentlich hat Malou recht und die Schildkröte auch. Ja, das ist ja das Besondere an Malou. Malou ist, also auch für mich was ganz Besonderes. Mein Mann hat immer früher gesagt, Malou ist meine Seele. Ich habe Malou, die Fledermaus, eigentlich kennengelernt in einer Situation, wo es mir nicht gut ging, weil ich hatte zu der Zeit keine Stimme. Ich hatte eine Stimmbandlähmung, habe auch davor nie irgendwelche Bücher geschrieben. Und dann ist mir diese Fledermaus begegnet. Die hing plötzlich vor mir an der Garagenwand beim Spazierengehen mit meinem Hund. Und irgendwie ließ mich das nicht los. Und ich ging dann nach Hause und dann entstand diese Geschichte. Also ich erzählte es sozusagen, war mal Lou mein Filter. Diese Fledermaus, die so kraftvoll, so klein wie sie war, so kraftvoll war. Ja, die hat mir unheimlich viel selber gegeben. Ich hatte auf einmal einen Filter, durch den ich alles kompensiert habe. Weil wenn man nicht mehr reden kann, es fehlt ja auch die Luft, klar, die hängt ja auch mit da zusammen. Und man muss ruhiger werden, man muss sich entschleunigen. Und ich habe dann einfach diese Fledermaus genommen, den Malou, wie ich auf den Namen kam, keine Ahnung. Malou ist männlich, also ist ja eigentlich ein Frauennamen und ist ja auch ein wahnsinnig großes Krafttier, eine Fledermaus. Die steht für Unendlichkeit und für die Wiedergeburt. Und dadurch hat sich das alles so kompensiert, diese Geschichten. Ich habe ja sehr viel gehört. Meine Sinne waren auf einmal mehr aufs Hören ausgelegt, weil ich ja selber nicht reden konnte. Ich habe ja meine eigene Stimme nicht gehört. Ich habe meine Worte nur in mir drinnen gehört. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das Schreiben angefangen. Und das war wie so eine Sucht. Ich habe alle Probleme, wo ich hatte oder alles, was ich gehört habe, umgesetzt in die Geschichten von Malou. Ich habe irgendwas beobachtet draußen. Da war ein Kind in einem Rollstuhl, wo ein Passant komische Bemerkung gemacht hat. Das habe ich dann umgesetzt, also in die Geschichte rein. Oder wie ich den weinenden Jungen gesehen habe damals. Das von dieser Geschichte, so ist die Geschichte entstanden, dass ich dann das einfach umgesetzt habe und habe überlegt, Mensch, das war jetzt so ein negativer Vorfall, aber da muss doch irgendwas Positives draus gezogen werden. Und so sind eigentlich Malous Geschichten entstanden. Also die Malou-Bücher sind eigentlich ganze Bücher, immer über einen Zeitraum von einem Jahr. Und also von Malou, der ist ja Fledermaus, der wacht im Frühjahr auf und im Winter geht er dann wieder schlafen, in Winterschlaf. Und das ist so eine Zeitspanne. Und in jedem Kapitel erlebt er was Neues. Er lernt neue Weggefährten kennen. Er
bekommt neue Situationen, egal ob es Naturschutz ist, ob es Leben mit Handicap ist, ob es Mobbing ist, ob es um Trauer geht, um Freude, um Liebe. Es ist wirklich alles dabei. Also, und das Ganze spielt halt auch wieder in dieser Natur. Also die Natur ist auch so ein, für mich ein sehr großer, ja, Atem gewesen, den ich brauchte. Ich verbrachte sehr viel Zeit in der Natur und sah natürlich auch diese Kleinigkeiten. Und man wird viel sensibler so mit den Sinnen. Und das habe ich alles in Malou hineingepackt. Also diese Hoffnung, diesen Ausweg habe ich immer gesucht. Das war so, ich weiß nicht, das erste Malou-Buch, das habe ich so schnell geschrieben. Also die ersten drei Geschichten von Malou, die waren in meinen allerersten Debütbüchlein damals drin und wo ich veröffentlicht habe, dank meiner Mama, weil die mich dazu aufgefordert hat, weil ich ja nicht reden konnte, dass ich was Sinnvolles jetzt mache. Ich soll doch meine Geschichten veröffentlichen. Und dann folgte auch kurz drauf, 3 Monate später hatte ich schon den ersten Malou-Band geschrieben. Und ja, weitere 3 Monate später ist der zweite Band rausgekommen. Und mittlerweile gibt es 3. Du, das finde ich ganz, ganz toll. Also nochmal herzlichen Dank an deine Mutti, die dich dazu ja aufgefordert hat, das auch zu machen. Und ist ja auch total schön. Es sind 3 richtig schöne Bände und die Geschichte, auch gerade Tränen sind Regentropfen. Also ist ja auch für Kinder eine Geschichte. Da steckt ja auch ganz viel drin. Ja, vor allem dieses Thema. Ich habe das sogar später nochmal in der Geschichte mit reingebaut, also zwar nicht so intensiv, aber auch dieses Jungen weinen nicht. Also warum sollen Jungen nicht weinen? Ich finde, es ist doch eine Stärke, seine Gefühle rauszulassen, zu zeigen. Heutzutage ist die Menschheit so, dass sie gar nicht mehr Gefühle zeigt. Dass er all, jeder frisst sie in sich rein. Und ich sag, Tränen reinigen ja auch. Und ich war ja auch in der Situation dann später, wo ich selber nicht weinen konnte und wo ich immer gesagt habe, ey, warum kannst du das nicht? Und dann kommen eben diese Gedanken, wo man, und das ist das, was ich filter und in diese Geschichten reinbacke. Ebenso, ich habe sowieso eine ganz konfuse Gedankenwelt. Und ich suche eigentlich immer diese andere Seite, egal was es ist. Wie gesagt, es geht bei Malou um sehr viele Themen, viele verschiedene Themen. Und ich habe ja das erste Malou-Band, also das Stimmen des Lebens, eigentlich für Erwachsene geschrieben. Weil ich wollte eigentlich damit so den Erwachsenen was weitergeben, wieder auch mehr an ihr Inneres zu glauben, das Kind wieder mal hervorzuholen. Und ja, bei meiner ersten Lesung waren dann Kinder da und ich war erstmal komplett entsetzt. Und die waren sowas von begeistert von Malou, dass ich dachte, ey, vor allem die Kinder haben es fast besser verstanden, den Sinn, als die Erwachsenen. Und das fand ich so phänomenal. Und ja, das hat mich natürlich auch angetrieben, weiterzuschreiben. Und auch noch mal extremere Themen für Kinder reinzumachen. Also noch ein bisschen kindgerechter zu schreiben. Und ich denke, ich habe das sehr gut hingekriegt. Also ich weiß nicht, wie du das alles machst, aber dir gelingt da jedes Mal was Großartiges. Ich bin von deinen Büchern totaler Fan, das weißt du. Daher mach weiter, solange du kannst, solange du möchtest, ja. Solange es aus dir heraussprudelt, bitte schreib es alles auf. Das ist ja mittlerweile wie so, ja, wie mein Leben. Also ich brauche Schreiben zum Leben. Das ist so meine Auszeit, meine Energie hole ich daraus. Ich kann es nicht beschreiben, das ist so. Einfach weitermachen, du machst es toll. Bleib dran und wir kommen jetzt mal zur nächsten Frage. Wo schreibst du eigentlich? Hast du einen bestimmten Ort, wo du schreibst? Vielleicht hast du auch eine bestimmte Tageszeit? Vielleicht hast du auch Rituale? Wie ist das bei dir, wenn du dich hinsetzt und schreibst? Also, ja, das ist komisch. Ich bin ein Inspirationsschreiber. Das heißt, ich habe eine Idee
mir kommt irgendwas, ich beobachte viel und ich höre viel, ich verbringe sehr viel Zeit in meiner Gedankenwelt, weil ich die Stille unheimlich mag. Und in der Stille hat man ja auch viel mehr Zeit für sich selber. Und dann kommt mir plötzlich irgendwie was, wo mich beschäftigt, und dann setze ich mich hin und schreibe. Also überwiegend schreibe ich nachts, weil da ist eigentlich, die Nacht hat so diese Stille um mich herum, noch extremer. Also die Tagesgeräusche sind weg. Und also es gibt Tage, Nächte, wo ich schreibe, da setze ich mich hin, da stehe ich erst auf, wenn die Geschichte fertig ist. Das ist sowieso bei mir. Ich kenne die Geschichte nicht. Ich fange das Schreiben an und irgendwann ist es zu Ende und ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Also die Geschichte wächst mit dem Schreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Ich könnte jetzt nicht hergehen und sagen, so, das Kapitel muss das, das und das beinhalten. Nein, ich habe das Thema und dann fange ich an. Das hört sich gut an. Nein, das hört sich gut an. Aber die wächst so mit dem, die Gedanken, die fließen da rein und das wächst mit dem Schreiben. Also genau. Regine, jeder ist da auch anders. Also ich habe schon so vieles gehört, wie einige Autoren vorgehen. Daher, ich finde es immer richtig interessant und es kommen so viele unterschiedliche Antworten zu dem Thema. Daher, ich finde es gut. Ja, also ich schreibe manchmal wochenlang gar nicht und dann schreibe ich wieder Tage durch. Ne? Da wird nicht geschlafen, da sitze ich hier und schreibe und habe so eine Gedankenphase und dann geht's halt los. Und wenn ich unterwegs bin, ich mache mir schon mal kurze Notizen über irgendwas, dass ich irgendwas beobachte und sage, Mensch, darüber musst du dir Gedanken machen, das musst du auch mit aufnehmen, da musst du dir irgendwie was überlegen. Das ist ein Thema, was mich interessiert. Aber also ich schreibe schon kurze Gedankenwelten auch mal unterwegs, egal ob es im Wald ist, im Café, das ist flexibel. Aber so richtig meine Malu-Geschichten, die schreibe ich dann schon überwiegend in der Nacht. Ich weiß nicht, ob es an der Fledermaus liegt. Keine Ahnung. Die Bücher sind auch alle mit Krafttieren und Kraftnamen. Also da passt jeder Name zum Krafttier und zur Geschichte. Das ist auch so was, was bei Malu noch einzigartig ist. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ach, ich beschreibe mich gerne als klitzekleinen Regentropfen im großen Regenschauer. Weil ich wurde in meinem Leben sehr viel herumgewirbelt und bin trotzdem immer noch zwischen allen vorhanden. Also ich wurde nie herausgewirbelt. Ich habe immer meinen Platz behauptet. So sehe ich mich eigentlich. Und du hast immer ein offenes Ohr. Ja, wenn man es so nimmt, ja, da hast du recht. Ja, ich kann auch gar nicht anders. Das aus eigener Erfahrung sage ich das, dass du immer ein offenes Ohr hast. Doch, das ist für mich auch wichtig. Also, das hat aber auch was mit meinem ganzen Herumgewirbel zu tun. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Also, man findet mich auf Facebook unter meinem ganz normalen Namen Regine Sonnleitner. Bei Instagram unter Malu Fledermaus zusammengeschrieben. Das ist meine Hauptseite. Dort sind auch noch zwei andere Seiten verlinkt. Auf Lovelybook habe ich eine Autorenseite, die läuft auch unter Regine Sonnleitner. Und natürlich, meine Bücher werden alle unter dem Redi Roma Verlag in Remscheid veröffentlicht. Und dort findet man auch eine Autorenseite von mir. Und natürlich ganz, ganz wichtig, jetzt hätte ich es beinahe vergessen, meine Homepage, mein ganzer Stolz. Und zwar unter www.regine-sonnleitner.de. Was finden wir denn bei dir auf der Website? Oh, da findet er sehr viel. Da findet er erstmal einen Einblick in alle meine Werke, auch in meine Projekte, wo in Planung sind. Ich habe ja auch einige Anthologien mitgeschrieben. Es gibt wechselnde Gedankenwelten von mir am Ende. Man hat die Möglichkeit, mich zu Lesungen einzuladen. Ich bin sehr gerne bei Lesungen. Ich biete auch Wohnzimmerlesungen an. Also wenn mal jemand Lust hat, ein paar Freunde einzuladen,
und mir eine Tasse Kaffee zu spendieren, dann komme ich auch mit meinen Büchern vorbei und lese mal was. Das kommt eigentlich sehr gut, wird auch gerne angenommen. Natürlich entfernungsabhängig, das muss man dann gucken, weil ich kann ja keine 100 Kilometer fahren, aber da muss man schauen. Ist aber alles absprechbar. Ja, und man bekommt einen ziemlich großen Einblick in meine Bücherwelt und auch in mich selbst. Also ich liebe auch den Kontakt mit meinen Leser, die mich darüber auch kontaktieren können. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Also mein Buch gibt's überall im Buchhandel und gerne auch bei mir persönlich. Man kann mich über meine verschiedenen Seiten anschreiben oder eben über die Homepage und natürlich mit Signatur. Und ich freue mich immer über persönlichen Kontakt. Gibt dann auch immer ein kleines Goodie dazu. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Geht achtsam durchs Leben und verurteilt nicht so schnell, solange ihr die Geschichte, die sich im Inneren verbirgt, nicht kennt. Das ist mir sehr wichtig. Schönes Schlusswort. Sehr schön. Regine, ich danke dir, dass du heute wieder mein Gast warst. Und vielen Dank auch für dein Vertrauen. Und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ich habe mich auch gefreut, wieder mit dir zu reden. Und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ich will ja weiterschreiben. Die nächsten Projekte sind ja schon in Planung. Also herzlichen Dank an dich und dein Team. War wieder schön. Sehr gerne. Vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.